Hallo liebe Leute, hier ist eure Carmen und ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen hier zu dieser neuen Videobotschaft zu der Reihe Lust vollends Frau zu sein. Wo bin ich hier? Im Grand Hotel Kibinski de Bö. Und ich freue mich riesig, eine außergewöhnliche Frau euch vorstellen zu dürfen. Eine gebürtige Österreicherin, die ich hier in St. Moritz kennengelernt habe. Umso schöner, Simone Moharosch. Ein außergewöhnlicher Name, durchaus. Bitte erzähl uns und unseren Zuschauern von dir und von deinem Brand. Ja, hallo, mein Name ist Simone Moharosch, zur Wiederholung. Ich bin 34 Jahre alt, Mama von einer lieben und süßen kleinen Tochter Noemi. Ich habe meine Brand gegründet 2014. Ich habe mich dazu entschlossen, auch bei meinem Namen zu bleiben. Und zwar, also meine Großmutter hat bereits schon den Grundbaustein gesetzt, denn sie war eine Kirschnerin. Mhm. Mein Vater schlug dann denselben Weg ein und ist heute ein anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Und ich habe das einfach dann, das Know-how, mitgenommen und weiterentwickelt. Super. Gebündeltes Wissen, vereint aus 2, 3 Generationen, gebündelt für deine Tochter. Eine ganz, ganz super Sache und auch ein ganz toller Ansporn für euch da draußen. Die Ideen liegen direkt vor euch und Simone ist ein wunderbares Beispiel dafür. Man muss es einfach nur bündeln und dann eben neu als Firma rausgeben, wie du das gemacht hast. 2014, wir haben jetzt 2018. Wie war das jetzt, dass du nach St. Moritz kamst? Ist ja auch eine ganz spannende Sache. Ja, puh, ja, gute Frage. Ja, das werde ich immer öfters gefragt. Mhm. Ich glaube, ich treffe einfach Gott sei Dank immer die richtigen Leute. Mhm. Ich habe den General Manager aus dem Kibinski in Wien kennengelernt, habe dort mit ihm schon einige Events gemacht, auch dadurch eine liebe Kundin erworben. Mhm. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Ich habe ihn gefragt, ob er mir helfen mag, da, ob ich auch vielleicht im Kibinski in St. Moritz einen Job bekommen und das hat sich dann super ergeben. Mhm. Ja. Bei den Gesprächen mit Simone hat sie eines ganz klar gesagt und das war wahrscheinlich auch eine deiner Entscheidungsgründe. Sie ist auch ein Mensch, der sehr nach dem Bauch geht. Absolut, ja. Eine Eigenschaft, die wir Frauen ja wirklich alle intuitiv sehr stark ausgeprägt haben. Und das ist auch immer wieder eine Sache und ich gehe mal davon aus, dass das auch bei deinen ganzen Entscheidungen, die ja rückblickend nicht immer ganz einfach waren, weil du bist ja alleinerziehend, hast du ja dann auch nebenbei eine Firma aufgebaut, deine Tochter ist jetzt 7 Jahre. Ja, genau. Ich habe dann nebenbei noch studiert und arbeiten musste ich auch ein bisschen. Also es war schon sehr, sehr viel. Also so im Nachhinein betrachtet, frage ich mich dann schon manchmal, wie habe ich das geschafft? Ich glaube, wenn man etwas will, dann macht man es. Mhm. Ja, also dann steht man halt auf und dann gibt es manchmal auch ein bisschen schlechtere Tage. Mhm. Aber wenn man die Leidenschaft gefunden hat, dann zieht man das durch. Ja. Und das Studium, mit dem arbeite ich, also ich arbeite nicht in diesem Bereich. Was hast du studiert? Sozialpädagogik. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, aber ich brauche es fürs Leben und es hat mich wahnsinnig auch verändert. Mhm. Ich achte dadurch auch sehr, sehr oder viel mehr natürlich auch auf die Arbeitsbedingungen. Mhm. Ich habe aus dem Grund auch eine kleine Manufaktur in Wien, das natürlich kostet. Ja. Also man könnte natürlich in anderen Ländern ausweichen, aber das ist es mir halt wirklich wert. Dafür stehe ich auch. Ja. Dafür steht Simone Moharosch, genau so ist es, genau Qualität. Qualität kostet seinen Preis, egal um welches Produkt es nun geht. Und Simone ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass es auch etwas kosten darf, allerdings eben darauf geachtet wird, dass alles seine Richtigkeit hat. Und deine Produktion in Wien werden wir in den nächsten Wochen, wenn ich das nächste Mal in Wien bin, werden wir uns das anschauen. Ich werde auch ein Video darüber machen, dass ich euch das auch zeigen kann. Ich bin schon ganz gespannt darauf, denn ich unterstütze Menschen, Frauen, die effektiv für ihre Ideale einstehen. Denn genau darum geht es ja bei der Vollblutfrau. Für eigene Initiative, für ihren Traumleben. Oder was glaubst du noch, für was steht eine Vollblutfrau? Die Vollblutfrau, die hört nicht auf. Die geht ihren Weg, lässt sich nicht stoppen. Ja, also es gibt ganz viele, die dann gern dreinreden,
aber sie macht es. Mhm. Ja. Vielleicht gibt es da noch Wege, die man dann vielleicht nicht mehr wiederholen mag. Mhm. Aber aus dem muss man auch lernen. Und ich finde halt eine Vollblutfrau, die folgt auch ihren eigenen Instinkt und macht's. Genau. Hast du denn so ein Lebensmotto oder einen Spruch, der dir immer wieder Elan gibt, der dich immer wieder weiterbringt, wenn du mal fällst? Und möchtest du diesen Spruch, dein Lebensmotto, eventuell mit unserem Publikum hier teilen? Sehr gerne. Also geht nicht, gibt's nicht. Das habe ich von meinem Opa mitbekommen, er ist leider schon verstorben. Aber es ist so schön, weil ich denke dann natürlich immer wieder gern an ihn und gebe das auch immer gern weiter, ob klein oder groß. Ja, also geht nicht, gibt's nicht. Man findet immer einen Weg. Und das möchte ich auch gerne den Zuschauern mitgeben. Also Simone, du sprichst wirklich aus tiefem Herzen, weil ich unterschreibe das auch. Also geht nicht, gibt's nicht, ist ein wunderbarer Spruch, für den ich auch einstehe und der mitunter in eine andere Form in meinem Buch Lustvollends Frau zu sein, auch in dir steckt eine Vollblutfrau, lebe sie, eben auch genau aufgeführt ist. Und dir, liebe Simone, wo ich persönlich wirklich festhalten muss, dass ich dich als komplette Vollblutfrau sehe, weil du genau für das einstehst, woran du glaubst. Und du gehst deinen Weg und ich bin mir sicher, du wirst mega erfolgreich werden. Und ich wünsche dir in diesem Sinne alles, alles Gute und möchte dir hier mein Buch schenken mit einer persönlichen Widmung. Und vielleicht mag der eine oder andere Spruch oder Tipp hier vielleicht noch ein bisschen auf deinen Weg behilflich sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich habe mich total gefreut, dass ich dich hier als meine Interviewpartnerin willkommen heißen durfte. An euch draußen möchte ich einfach noch einen ganz, ganz kleinen Tipp geben, nebst dem, dass ich euch dieses Buch ans Herz lege. Ihr Frauen, helft einander. Es gibt immer wieder Freundinnen, Kolleginnen, Nachbarinnen, ja, es gibt Frauen, die untereinander einfach, wenn man sich hilft, ja, man kann so viel bewegen. Also deshalb blick nach raus, schau, was kannst du machen. Und ich bin mir sicher, Simone macht das genauso, ich mache das. Mach du das auch, denn wir Frauen können die Welt verändern und zu einer besseren machen. Somit lass uns alle gemeinsam daran arbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Simone, möchtest du vielleicht noch was sagen? Ja. Bitte? Ich würde sagen, geht einfach euren Weg. Sucht das, was ihr gerne machen wollt. Und gebt euch nicht zufrieden mit dem, was euch nicht glücklich macht. Ja, das ist wohl gesagt. Und in diesem Sinne, Simone, bedanke ich mich herzlich nochmal für das Hiersein, für deine Zeit, für deine Tipps an all die Frauen draußen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit Interviewpartnerin Nummer 3. Herzlichen Dank nochmal. Alles Gute euch draußen. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao.